Vor dem CERS-Cup-Rückspiel IGR Remscheid gegen Hockey Bassano 54 wurde die IGR U9 für ihren deutschen Meistertitel in diesem Jahr geehrt. Von RS1 TV auch nochmal Glückwunsch dazu. Die Gäste aus Italien in den roten Trikots zunächst von rechts nach links konnten deutlich entspannter ins Spiel gehen als die in blau gekleideten Remscheider, die eine 1:8 Hinspielniederlage aufholen mussten. Remscheid versuchte die Partie ruhig aufzubauen. Hier mit Julian Peinke, der aber an der Mittellinie den Ball an Ambrosio verliert, Moritz Kreidewolf im IGR-Tor keine Abwehrmöglichkeit lässt und so zum 1:0 für Bassano in der 9. Minute trifft. Fast ungeschnitten die Szene, wir sind immer noch in der 9. Minute. Yannick Peinke kommt vorne nicht mehr an den Ball. Bassano mit dem Konter über Zen, der setzt sich durch und wiederum Ambrosio braucht den Ball nur noch reinzulenken. 2:0 für Bassano. Remscheid agiert mutig nach vorne. Yannick Peinke wird im Strafraum zu Fall gebracht. Die Unparteiischen entscheiden auf Penalty. Wiegershaus macht sich bereit, scheitert aber erst am Pfosten und dann an Kungatti. Jetzt ein Freischuss für die Italiener am Remscheider Strafraum. Ambrosio zu Zen, der direkt zurück und wieder ist Moritz Kreidewolf mit Hilfe der Latte geschlagen. 3:0 in der 14. Minute, quasi die Vorentscheidung. Nur 2 Minuten später wird Bassano wieder gefährlich. 2 schnelle Pässe von Panizza und der freigelaufene Lanaro verstreckt zum 4:0. Yannick Peinke in einer der seltenen Offensivaktionen. Doch das ungenaue Zuspiel fängt Zen ab, der sich gegen Wilk durchsetzt, einen klugen Pass zu Panizza spielt, der ganz routiniert 3 Minuten vor dem Wechsel zum 5:0 trifft. Die letzte Möglichkeit vor der Pause mit Yannick Peinke. Dessen Zuspiel kann Kapitän Wilk nicht nutzen. Aber Schinkowski kommt an den Ball, der Sekunden vor der Pause mit dem Mut der Verzweiflung einen Schuss wagte. Dann war auch schon Halbzeit. IGR Hockey Bassano 0:5. Remscheid jetzt von rechts nach links beim Anschluss zur 2. Halbzeit mit den beiden Nachwuchsspielern Silbach und Richter. In der 28. Minute kommt Bassano mit einem Konter vors Remscheider Tor. Der zurückgelaufene Silbach versucht die Möglichkeit noch zu entschärfen, lenkt die Kugel aber unglücklich ins eigene Tor zum 6:0 für Bassano. Danach endlich ein Lebenszeichen der IGR. Yannick Peinke erkämpft sich an der Mittellinie den Ball. Und wie Ambrosio zu Beginn, trifft er in der 29. Minute zum 1:6. Großer Jubel danach auf Seiten der IGR und bei deren Anhänger. Einmal mehr die Italiener. Ein Angriff mit Ambrosio, der es zuerst mit Schinkowski, dann noch mit Julian Peinke aufnimmt und für sein Team einen Penalty herausholt. Das Duell heißt Ambrosio gegen Moritz Kreidewolf. Und Ambrosio spielt seine ganze Klasse aus und verwandelt zum 7:1 in der 39. Minute. Nun Remscheid wieder im Ballbesitz. Peters, der den Ball eigentlich nur nach vorne schlägt, findet Kapitän Wilk. Dessen Zuspiel kann Julian Peinke mit etwas Glück zum 2:7 in der 41. Minute verwerten. Große Freude bei der IGR. Nach einer blauen Karte tritt Schinkowski gegen Vidala an, der den direkten Freistoß mit einem schönen Heber verwandelt und somit in der 46. Spielminute auf 3:7 verkürzt. Remscheid noch einmal vorne, doch Bassano läuft einen Konter, den Panizza in der Schlusssekunde mit einem trockenen Rückhandschuss hinter Kreidewolf eindonnern lässt. Dann war Schluss, Bassano gewinnt verdient mit 8:3, trifft in der nächsten Runde auf den deutschen CERS-Cup-Vertreter RESG Walsum. Remscheids nächster Auftritt auf nationaler Bühne ist am 7.1. zu Hause gegen den RSC Kronenberg.